Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen über den Absturz eines amerikanischen Bombers in Gilching berichten. Über diesen Bomber gibt es in der Zeitreise Gilching eine Ausstellung. Auf dem Bild sehen Sie die wichtigsten Personen, die zu dieser Ausstellung beigetragen haben. Es ist Frau Annette Reindl, die Vorsitzende des Vereins. Dann ist es der Ludwig Hauber, der durch seine Ausgrabungen im Rahmen des Bombensuchdienstes viele Einzelteile des Flugzeugs geliefert hat. Dann sehen Sie den Adi Bauer, einen wichtigen Zeitzeugen aus Gilching. Und rechts, das bin ich, Reinhard Frank. Mein historisches Interesse kommt daher, weil mein Vater in Russland gefallen ist. Da war ich 14 Tage alt. Er ist vermisst. Dieser Ausdruck habe ich mein ganzes Leben lang verfolgt. Und ich habe immer wissen wollen, was ist damals geschehen. Mein historisches Interesse ist also sehr groß. Eines Tages hat mich ein Herr Eimansberger darauf hingewiesen mit einer Handvoll Flugzeugteile und hat gesagt, bei euch am Ölberg, da ist ein amerikanisches Flugzeug abgestürzt. Als einzigen Beweis hatten wir nur diese Hülsen, diese Munitionshülsen. Es ist natürlich sehr schwierig, aus so kleinen Sachen irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Man hat nur gewusst, dass ein Amerikaner war. Ich habe dann nachgeforscht. Die einzige Quelle, die handhabbar war, die Tagebücher vom Pfarrer Hoch. Aber der Pfarrer Hoch, der hat über einen Flugzeugabsturz geschrieben, aber er hat das Datum falsch gesetzt. Er schrieb 20. Juli 1944. Und unsere Maschine, wie sich später herausstellte, ist am 19. Juli abgestürzt. Allerdings waren am 21. Juli 1944 starke Angriffe auf die Dornierwerke in Oberpfaffenhofen. Und ich bin davon ausgegangen, dass das Flugzeug im Rahmen eines solchen Angriffs abgestürzt ist. Mit amerikanischen Verbänden habe ich Kontakt aufgenommen. Damals, vor 30 Jahren, hat man das alles noch schriftlich machen müssen. Das war sehr mühselig. Aber es ist nichts herausgekommen, weil die Maschine stammte ja nicht von der 8. Air Force, wie ich zuerst angenommen habe, sondern wie sich später herausgestellt habe, von einem italienischen Verband, von der 15. Air Force. Eines Tages ist der Herr Eimansberger zu mir gekommen und hat gesagt, er hat jetzt die Werknummer von diesem abgestürzten Flugzeug. Dadurch war natürlich jetzt eine gezielte Forschung ganz leicht möglich, denn durch das Internet sind jetzt sehr viele Quellen aufgemacht worden und man konnte sich per Internet mit den amerikanischen Verbänden in Verbindung setzen. Es stellte sich heraus, es ist eine amerikanische B-24 Liberata, die in Gilching abgestürzt ist. Auf diesem Bild sehen wir genau diese Maschine, die bei uns abgestürzt ist. Ich habe dieses Bild aus Hunderten, vielleicht Tausenden von Fotos herausgesucht. Es ist eine Maschine der 450. Bomber Group, die in Italien, in Manduria, stationiert ist. Sie sehen auf der Maschine das Geschwaderabzeichen für die 450. Bomber Group und hier, was ganz wichtig ist, das ist die blaue 4, die dann später auch auf deutschen Protokollen auftaucht. Das ist die Staffelkennung für die 720. Squadron. Was Sie noch sehen, ist das Rumpfband. Das bedeutet auch, es ist die 450. Bomber Group. Die Maschine ist noch nagelneu. Es ist aber vielleicht sogar der letzte Flug. Sie hat nur zwei Einsätze geflogen. Sie sehen, die Maschine hat keine Tarnbemalung. Seit Januar 1944 hatten die amerikanischen Flugzeuge keine Tarnbemalung mehr. Dadurch erhöhte sich die Geschwindigkeit gegenüber der rauen Tarnbemalung um 10 km pro Stunde. Außerdem war es leichter und billiger. Und in der Luft kann man kein Flugzeug verschwinden lassen.
Hier sehen Sie das Flugzeug nochmal im Verband. In diesem Flugzeug saßen 11 Personen. Es waren 10 normale Besatzungsmitglieder und ein Radarspezialist. Es ist bis heute nicht klar, was der Radarspezialist an Bord wollte. Man sieht aber im Hintergrund, hier sehen Sie eine B-24 mit Bodenradar fliegen. Vielleicht musste er Messungen über Abstrahlungen machen. Das sind also die Gruppenzeichen. Das wäre unser Gruppenzeichen. Das ist noch nicht angebracht, weil die Maschine erst geliefert worden ist. Wir gehen jetzt einmal auf den Flugzeugtyp ein. Die B-24 war der meistgebaute Bomber der Welt. Es wurden 18.000 Maschinen dieses Typs gebaut. Die Bauzeit von der Planung bis zum ersten Flug betrug nur 1,5 Jahre. Das Highlight bei diesem Bomber waren die schmalen, langen Flügel. Das war damals von Davis eine ganz tolle Entwicklung. Diese zeigten hohe Auftriebskräfte und geringen Luftwiderstand. Jedoch zeigte sich im Einsatz, dass diese Maschinen ja nicht immer in Höchstgeschwindigkeit fliegen konnten, sondern im Verband nur etwa die Hälfte Geschwindigkeit fliegen konnten, sodass die B-24, wie alle Piloten mitteilen, sehr schwer zu fliegen war. Sie lag nicht stabil in der Luft, die Piloten mussten ständig nachjustieren. Und jetzt sehen wir mal in die Maschine hinein. Ganz vorne ist der Bordschütze, hier ist der Navigator und am Boden, da liegt der Bombenschütze. Der Platz ist sehr gering. Hier ist Bugfahrrad und man musste die Soldaten im vorderen Teil, die mussten über diesen Schacht einsteigen und in Notsituationen mussten sie auch hier wieder aussteigen. Hier ist der Bombenschacht, hier ist der untere Kugelturm. Die Maschine hatte 10 Maschinengewehre mit dem großen Kaliber 12,7 mm. Dann haben wir hier einen Heckschützen und oben haben wir auch noch einen oberen Turmschützen. Die Piloten und Co-Piloten sitzen hier. Um es gleich vorwegzunehmen, dieser Bereich wurde dann später durch den Flaktreffer getroffen. Die 4 Leute, die hier waren, waren tot. Hier sind 2 seitliche Schützen. Und hier ist auch ein Einstieg. Hier sind Witzzeichnungen aus einem Buch. Die B-24, auch wie die meisten Bomber damals. Es gab keine Toilette an Bord. Das war natürlich sehr schwierig und darum ist hier auf dieser Zeichnung die Flieger, wenn pinkeln mussten, dann pinkelten sie in den Bombenschacht. Und das kam dann unten raus beim unteren Kugelturmschützen. Und der beschwert sich da bitter, dass da vorne der Pilot reinpinkelt. Dann, was auch schlimm war, das war der enge Aufenthalt zwischen Navigator und Bombenschütze. Und hier sieht man den Piloten aus Gauding, haben sie den gezeichnet, dass der mächtige Muskeln hat, weil die Maschine ja so schwer zu fliegen war. Und das ist auch gut, der Raupenfahrer fragt den Piloten, kann die Maschine überhaupt fliegen? Hier sehen Sie die beiden amerikanischen viermotorigen Bomber, die B-17 und die B-24. Diese beiden Typen waren gleichzeitig im Einsatz. Die B-17, die konnte etwas weniger Bombenladung tragen, aber sie war sehr, sehr zuverlässig und robust. Die B-24 hatte 4 1200 PS luftgekühlte Motoren mit 14 Zylindern. Das Startgewicht der B-24 lag bei 30 Tonnen und die Startstrecke betrug vollbeladen 1,3 Kilometer. Der Steigflug auf 7000 Meter dauerte 30 Minuten und hierbei wurden 1000 Liter Benzin verbraucht. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 440 Kilometer, die Landegeschwindigkeit bei 160 Kilometer pro Stunde. Die Marschgeschwindigkeit bei Bombenangriffen lag bei 265 km/h. Als Zuladung waren möglich bis zu 3,6 Tonnen Bomben und ca. 3.800 Schuss Munition für die 10 Maschinengewehre.
und dazu noch ca. 10.000 Liter Benzin. Der Preis für eine B24 betrug nach heutiger Währung ohne Waffen- und Funkanlage ca. 5 Millionen Dollar. Ein weiteres wichtiges Flugzeug als Begleitflugzeug war die Lightning, die vielen Leuten damals noch in Erinnerung ist, wegen ihrem Doppelrumpf. Und hier der wichtigste Jäger der Amerikaner, das war die Mustang, die Bomber schützte seit Anfang 1944. Dadurch hatten die deutschen Jäger fast keine Chance mehr, amerikanische Bomber abzuschießen. Die Maschine war qualitativ sehr hochwertig, hatte Langstreckenfähigkeiten und die Piloten waren sehr gut ausgebildet. Hier sehen Sie jetzt die Fertigung der B-24 bei Ford. Ford baute eine extrige Fabrik und fertigte, was er auch in der Reklame immer wieder schrieb, pro Stunde eine B-24. Die Halle war 1,2 Kilometer lang und es waren 50.000 Angestellte, hatten da Arbeit gefunden. Hier sehen Sie, sind auch viele Frauen waren da tätig und hier ist die Motorenfertigung, alles im Fließband. Hier sehen Sie eine Aufnahme, die zeigt, wie mächtig die B-24 war, aber Sie sehen auch, wie tief der Rumpf zum Boden geht und das Einbringen der Bomben in diesen Bombenschacht war sehr schwierig. Außerdem das Einsteigen für die Besatzung, die musste auch über diesen Bombenschacht oder über diesen Fahrwerkschacht geschehen. Jetzt kommt die Besatzung. Das ist eine Reklame für die B-24. Sie schreiben also, wir haben eine Stadt haben wir vernichtet und was haben wir dazu an Material gebraucht. Hier sehen Sie Reklamebilder, dass die Leute in die US Army eintreten. Lauter lustige Menschen und manche haben dann später gesagt, wie es nach dem ersten Feinflug, so haben sie sich nicht vorgestellt. Jetzt kommt die Ausrüstung der Besatzung. Die B-24, wie gesagt, die hatte natürlich keine Heizung, die war vollkommen offen wie ein Gartenhäusl, da hat es eiskalt durchgezogen und in großen Höhen bei 40 Grad minus. Da wären die Leute erfroren. Darum musste man beheizte Unterwäsche, beheizte Kleidung bereitstellen. Hier sehen Sie beheizte Schuhe, hier beheizte Jacken und Hosen. Hier sehen Sie einen Flieger in voller Ausrüstung. Er hat dicke Schuhe, beheizte Hosen und er hat auch eine Kampfjacke, eine Splitterweste hat er an. Von dieser Splitterweste sind ja Teile bei uns in der Ausstellung. Die zieht er über die Fallschirmgurte an. Wenn er abspringen muss, muss er erst die Jacke natürlich ausziehen und dann, sonst kann er den Fallschirm nicht einhängen. Was Sie auch sehen, ist, hat ein Sauerstoffgerät und die Maske, die ist ganz schwarz und bedeckt das Gesicht vollkommen. Hier hat er eine Brille und sogar einen Helm, das war nicht immer üblich. Und das ist auch ein Zeichen, viele Flaksoldaten, auch Gilchinger Flaksoldaten, haben durch das Flak-Fernrohr haben sie immer einen Schwarzen gesehen in der Kabine und haben gesagt, die haben auch Schwarze im Einsatz. Das stimmt aber nicht, es war kein einziger Schwarzer bei der Bomberflotte, das haben die aus rassistischen Gründen nicht geduldet. Hinten, da sieht man Abschussmarkierungen. Die Bomber haben also sehr viel geschossen und auch oft getroffen. Jetzt kommen wir zum Personal. Hier sehen Sie ins Cockpit einer B-24, einer Museumsmaschine, der Pilot und der Co-Pilot. Hier sehen Sie sehr viele Hebel. Es ist ganz wenig noch automatisiert damals gewesen. Die Motoren haben ständig Überwachung gebraucht, dass sie nicht überhitzen. Das Gemisch musste von Hand eingestellt werden. Außerdem der Höhenlader musste auch überprüft werden. Der hat ja in großen Höhen den Vergaser mit Luft versorgt,
Aber wenn er zu viel Luft gebracht hat, dann ist der Vergaser eingefroren. Wenn er zu wenig gebracht hat, dann ist er heiß geworden. Das war also ein ständiger Kampf mit der Technik. Und hier sehen Sie, wie der Bombenschütze, der liegt am Boden und hat so ein Zielgerät, ungefähr 30 Kilometer vor dem Ziel, am Ablaufpunkt geht der Bombenschütze darunter und visiert das Ziel an. Der Bombenschütze steuert dann das Flugzeug, er überlagert seine Signale beim Piloten. Da sind einige Knöpfe, die finden Sie in der Ausstellung wieder. Hier ist der hintere Ein- und Ausstieg. Jetzt sind wir im Bombenschacht, der Catwalk, ein ganz schmaler Gang. Da hat der Mechaniker dann durch müssen mit umgehängter Sauerstoffflasche, wenn irgendwo ein Fehler war und ist im Flug und das hat alles vibriert. Hier sehen Sie den Heckschützen, wie eng das alles war. Wie man sieht, er hat keinen Fallschirm und keiner der Schützen konnte einen Fallschirm tragen. Die haben den Fallschirm alle heraus an einen vorgegebenen Haken aufhängen müssen, weil es da drin so eng war. Hier sehen Sie den Bugschützen mit den mächtigen schweren Maschinengewehren. Der zeigt gerade auf einen Treffer, hat er gekriegt. Und das sind alles elektrisch betriebene Türme. Kein anderes Flugzeug hatte so viele Türme. Der hat ja am Bug, am Heck, oben und unten hatten die Türme. Das war natürlich ein großes Gewicht. Und hier ist etwas ganz Tolles, das ist der untere Kugelturm. Der ist bei der B-24, weil die mit dem Bauch so weit über dem Boden, so nah über dem Boden war, musste der eingezogen werden bei Start und Landung. Da wird er eingezogen, hydraulisch. Der zeigt jetzt bloß am Boden, wie er einsteigt. Da ist also eine Klappe, immer gegenüber vom Maschinengewehr. Und da steigt er ein und dann macht er die Klappe zu. Und so schaut er dann aus. Der ist wie im Mutterleib, ist der da drin in dieser engen Kugel und so fliegt, ist der 6 Stunden ist der da drin. Er kann auch nicht aufs Klo gehen oder was, wenn er pisseln muss, dann geht es halt in die Hosen. Das steht direkt in der Anweisung. Außerdem steht auch in der Anweisung, wenn einer was am Darm hat, dann muss er halt dann nach der Landung die Kleidung wechseln. Da waren die ganz rigoros. Und jetzt ist der seitliche Schütze sehr gut mit Panzerung und man sieht die mächtigen Bänder der Munition, die Halbzoll-Munition, die war sehr schwer, aber auch sehr wirkungsvoll, aber es ist alles offen hier, da zieht es natürlich mächtig rein, da sieht man es nochmal, die Gurte, die kommen durchs ganze Flugzeug aus großen Munitionskästen. Vor dem Start werden erst die Zünder in die Bomben eingeschraubt. Da sieht man, das ist so ein kleiner Propeller, der ist auch gesichert mit Draht und wenn die Bombe abgeworfen wird, dann zieht es den Draht raus, dann kann der Propeller rotieren und wenn der ausrotiert hat, nach 50 Umdrehungen, dann fliegt er weg und macht die Zündnadel frei. Jetzt sehen wir unsere Besatzung. Ich habe einige Bücher gelesen. Warum sind die Leute überhaupt zur Luftwaffe gegangen? Das ist ganz interessant. In Amerika herrschte ja in den 30er Jahren eine furchtbare Arbeitslosigkeit, gerade auch für junge Menschen. Und ab September 1940 herrschte allgemeine Wehrpflicht. Die Leute haben sich natürlich gedacht, zu was gehe ich? Zum Heer hatten sie auch nicht unbedingt wollen und zur Marine auch nicht. Und darum sind viele zur Luftwaffe gegangen. Weil das war was Neues, die Luftwaffe, saubere Angelegenheit. Und sie haben natürlich auch großes Ansehen bei der Luftwaffe gehabt. Und Löhnung haben sie auch gekriegt. Für jeden Einsatz haben sie extra 9,70 Dollar bekommen. Das hat den Leuten natürlich schon imponiert. Sie mussten aber unterschreiben, dass sie mindestens 50 Einsätze, Feindeinsätze mitmachen. Das, wenn man dann liest, manche schreiben schon, ja, alles gut und schön, aber nach dem ersten Einsatz haben sie geschrieben, um Gottes Willen, ich habe noch 49 Einsätze. Auch war es so, die haben nach 25 Einsätzen, durften sie in ein Hotel in Italien zum Beispiel, beschreibt es mir einer. Und der hat die ganze Zeit, die ganze Woche, wo er dort war, hat er nur gedacht, um Gottes Willen, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, muss ich ins Einsatz. Und der hat überhaupt keine Freude gehabt, der hätte lieber die Woche im Einsatz verbracht. Wie man sieht, es sind nur weiße Flieger zugelassen
gewesen. Ich habe nachgeschaut, wo die Leute alle her sind. Zum Teil sind sie aus ganz kleinen Dörfern. Der Possinger, der Bordmechaniker, der hat dieses kleine Dorf mit 1200 Einwohnern. Und Possinger und das halbe Dorf heißt Possinger und stammt aus Deutschland. Die Amerikaner sind ja erst in Sizilien gelandet, 1943, und dann sind sie im unteren Teil von Italien gelandet und haben die deutschen Truppen zurückgedrängt. Und dann haben sie im Winter 43, 44 haben sie ganz viele Basen in dem Stiefelabsatz gegründet. Die Amerikaner waren da unglaublich schnell mit ihren Bulldozer, dann haben sie Matten ausgelegt und schon waren die Flughäfen fertig. Aber es war natürlich alles recht primitiv. Die Mannschaften haben zur Zeit lange Zeit im Zelt leben müssen und es war nicht gerade so erfreulich. Das ist jetzt direkt ein Buch über unsere Staffel. Staffel sind 12 Flugzeuge, aber leider der Inhalt des Buches endet im Juni 1944 und unsere Maschine wurde ausgerüstet im Juli. Also über unsere Maschine steht nichts drin, aber die Zustände in Italien und bei diesen Geschwader, die sind drin. Hier sieht man, Manturia hat sehr große Probleme mit dem Schlamm gehabt und hier sehen wir die Einwohner von Manturia, bettelarm alles da unten, da war vorher nichts, die waren froh, dass die Amerikaner da waren, dann haben sie wenigstens, wir bei uns in Deutschland, haben sie wenigstens noch ein bisschen was gekriegt und haben arbeiten dürfen. Das ist jetzt interessant, das ist ein ehemaliges italienisches und deutsches Lager. Jetzt sind wir auf dem Flughafen, Sie sehen wieder das Geschwaderabzeichen, das Dreieck, und da sehen Sie auch den Vierer, das ist also unsere Staffel. Jetzt sehen wir die Bodenverhältnisse, das sind wieder die B-24, die werden da gewartet. Die Flugzeuge hat man im Freien warten müssen, es waren natürlich keine Hallen da. Das war für die Mechaniker schon sehr schwierig, die haben die ganze Nacht arbeiten müssen, wenn Beschädigungen waren oder Motorenaustausch. Der Flughafen hat Lake Manturia geheißen, weil es so viel Schlamm im Frühjahr. Der Schlamm war manchmal so schlimm, der hat sich dann am Flugzeug eingehalten und in großen Höhen ist dieser Schlamm gefroren und ein Einsatz wird beschrieben, da waren die Bombenklappen zugefroren und da haben sie die Bomben auf die geschlossenen Bombenklappen geworfen, die sind dann aufgesprungen, da ist die Bombe rausgegangen, aber die Beschädigung war natürlich da. Deutschland war ja seit mindestens 1942 war im Bombenkrieg, haben die Engländer, zuerst haben nur Engländer angegriffen. Engländer sind ihnen nachgekommen, die hatten große Maschinen, die Lanchester. Diese Maschinen waren aber schlecht bewaffnet. Die haben nicht das große Kaliber wie die Amerikaner gehabt, die haben bloß 92 Kaliber gehabt und die haben auch nicht so große Türme, keine Drehtürme gehabt, sondern Waffenstände. Dafür hatten die Engländer, die haben doppelt so viel Bomben schleppen können wie die amerikanischen Maschinen. Aber sie konnten nur in die Nacht fliegen, weil sie gegen Jägerangriffe hilflos waren. Die Engländer haben Flächenbombardement gemacht, weil in der Nacht kann man kein Ziel genau treffen. Die Taktik von den Engländern war sehr einfach. Sie haben also erst große Minenbomben geworfen, die waren bis zu 10 Meter lang. Die haben die Dächer abgedeckt und dann, wenn die Dächer abgedeckt waren, sind sie mit den Brandbomben gekommen und hat große Schäden verursacht. Das sind die schlimmen Bilder von Hamburg. Hier sehen Sie Bilder aus München von den Juli-Angriffen. Das waren schon die ersten amerikanischen Angriffe. Die Amerikaner haben mit Tagesangriffen begonnen, um Industrieziele zu treffen. Bis zum 18.03.1944 wurde München ausschließlich von englischen Nachtbombern angegriffen. Erst ab diesem Datum traten die amerikanischen Verbände aufs Bild. Und das war nur möglich, weil die amerikanischen Verbände jetzt mit Langsteckenjägern, wie dieser Mustang, wo wir gezeigt haben, geschützt waren. So konnten sie von England und von Italien aus auch München angreifen.
Im Juli 1944 wurde München 7-mal bombardiert. Das hatte das Ziel, diese ständige Bombardierung, um die Rettungskräfte, die ja immer noch tätig waren, auch zu vernichten, dass man die Stadt total flach liegt. Allerdings sind die Rüstungswerke, BMW und so weiter, sind nur sehr selten getroffen worden. Erst gegen Kriegsende wurden die dann alle niedergemacht. Hier sehen Sie eine illustrierte Zeitung vom Dezember 1944. Die Zeitungen waren ja alle gleichgeschaltet, aber die Propaganda konnte jetzt gar nicht mehr verheimlichen, diesen Bombenkrieg. Hier sehen Sie eine Familie, die sitzt aber nicht vor dem Fernsehschirm, sondern die wartet auf die Luftlagemeldungen, wo die feindlichen Verbände sind. Und die Familie sitzt so traut beisammen, weil sie hat nur noch ein Zimmer, das steht da drin. Weil ihr Haus, das war angeblich gegenüber, ist von Bombe getroffen worden und sie wohnen jetzt bei einem Kollegen, ganz eng aufeinander. Der Opa steht dort, der arbeitet von früh bis spät und in der Nacht muss er noch bei der Flak Dienst machen. Dann das Mädchen, die ist als Hausmädel bei irgendeinem Bonzen. Der Bub kommt in ein Wehrertüchtigungslager. Alles ist weg, die Straßenbahnen. Das ist furchtbar. Jetzt gehen wir ins Detail. Das ist der Tag des Angriffes. Die 15. Air Force griff mit allen 4 Geschwadern an. Es waren dies die 5. Bomb Wing, das heißt Geschwader, mit 129 B-24 und 40 Begleitjägern. Ziel Milbertshofen. Dann die 55. Bomb Wing mit 110 Bombern vom Typ B-24 und 40 Jägern P-51 mit Ziel BMW Allach. Dann die 47. Bomb Wing mit 94 Bombern B-24 und 73 Jägern P-51, Ziel die Dornier Werke in Neuaubing. Das ist unser Geschwader. Und dann noch in der Reihenfolge des Bombenstroms die 49. Bomb Wing mit 76 Bombern B-24 und 47 Jägern P-51. Ziel der Flughafen Schleißheim. Die Höhendeckung gegen deutsche Jäger erfolgte durch 130 Jäger vom Typ Lightning. Diese hatten den Auftrag, nach dem Schutz für die Bomber im Raum Bad Aibling freie Jagd auf Eisenbahnen und Personen zu machen. Ich schildere jetzt den letzten Flug der in Gilching abgestürzten Maschine. Der Start war für 6.49 Uhr festgelegt. Die Besatzung wurde üblicherweise 4 Stunden vor dem Start, also circa 3 Uhr geweckt. Da hatte sie Zeit für Körperpflege, Frühstück, Flugeinweisung, Überprüfung und Herstellung der Startbereitschaft. Da sieht man jetzt die Schützen, die wurden zwar geweckt, aber die Offiziere, die mussten zur Einsatzbesprechung und in dieser Zeit hatten die Schützen nichts zu tun. Sie haben zwar nicht schlafen lassen, aber die sind dann herumgelungert und haben gewartet, dass endlich der Flug losgeht. Da haben sie sich natürlich auch ihre Gedanken gemacht, weil sie hatten natürlich Angst, dass sie umkommen. Hier sieht man, wie sie sich fertig machen zum Einsteigen. Der hat schon die Thermohose an, der hat einen Helm auf. Hier sieht man auch deutlich die Brustfallschirme. Die haben also ein Brustgeschirr um und da hängen sie die Fallschirme ein. In der Maschine können sie die Fallschirme nicht tragen, dazu ist zu wenig Platz. Nur der Pilot und der Co-Pilot, die haben einen Sitzfallschirm. Und da sieht man, da ist ein Pfarrer, da beten sie, weil die haben natürlich auch Angst um ihr Leben. Genauso wie die Leute im Luftschutzkeller. Hier hebt eine Maschine ab, vielleicht startet sie jetzt gleich. Aber so schaut es dann aus, wenn es über dem Boden ist. Und jetzt sehen wir, wenn die Maschine startet. Die B-24 war sehr gefährlich, die hat oft Überschläge gemacht, weil das Bugrad ist weggebrochen. Die Leute,
Nur der Pilot und der Co-Pilot sitzen auf festen Sitzen, die anderen müssen sich irgendwo hinsetzen, heißt das in der Bedienungsanweisung. Und die anderen im hinteren Bereich, die sitzen sich da irgendwo rum, hinterm Bombenschacht. Wenn das Flugzeug einen Reifenplatzer hat oder eine Bauchlandung macht, dann fliegen die Leute da ganz schön herum. Aber das war im Krieg anscheinend nicht so wichtig. Hier sehen wir auch eine Eigenheit der B-24. Wenn der Steigflug beendet war, dann konnte ich nicht einfach geradeaus weiterfliegen. Die bringt, auf Deutsch gesagt, den Hintern nicht in die Luft, sondern sie muss erst noch 100 oder 200 Meter muss hochsteigen und dann muss sie runter. Und dann kann sie geradeaus weiterfliegen, dass die Aerodynamik wieder stimmt. Das war natürlich schwierig in einem Geschwader zu bewerkstelligen. Die Angriffsverbände hatten ganz feste Ordnung. Sie wollten ja sich gegenseitig gegen Jägerangriffe schützen. Und da sieht man es von der Seite. Wenn da einer von der Seite angrifft, dann hat er die am Hals. Und hier ist die Position von unserer Maschine. Der Pilot hat Fred geheißen, darum heißt die Maschine immer Maschine Fred. Und jetzt sind wir in der Luft. Man sieht, das ist eine Maschine von unserem Geschwaderring und Geschwaderabzeichen. Die Maschine ist jetzt über den Alpen wieder, den Ring und hinten das Dreieck für das Geschwader. Jetzt sind wir in der Luft, man sieht, wie eng die zusammengeflogen sind. Und das war natürlich bei den schlechten Flugeigenschaften von der B-24 immer eine Herausforderung. Die Maschinen sind jetzt im Anflug. Hier sieht man es noch ganz nah. Und hier Luftaufnahme, Sie sehen wieder den Rumpfring. Da sieht man die langen, schmalen Flügel. Hier bilden sich Kondensstreifen. Die Maschinen im Verband. Und jetzt kommt dieser Verband ins Flakfeuer. Sie sehen hier die Explosionen. Aber es war natürlich sehr schwierig, eine auf 7000 Meter Höhe eine Maschine zu treffen. Genauso war es auch sehr schwierig, aus 6000 oder 7000 Meter Höhe mit einer Bombe ein Ziel zu treffen. Hier sehen Sie noch wieder Flakfeuer, es liegt natürlich recht schwach, also nicht deckend. Das Geschwader hat jetzt die Alpen überquert. Der Bomberstrom zog über St. Johann nach Traunstein. Der Kurs zielte nun nach Eckenfelden direkt auf Regensburg. Das tatsächliche Ziel wollte man verschleiern und das hatte auch den Sinn, dass in Regensburg wurde dann Luftalarm ausgelöst, dann wurden die Fertigungsbetriebe wurden eingestellt, in den Krankenhäusern musste man die Kranken in den Keller tragen, die Leute flüchteten in den Luftschutzkeller, wollte also Unruhe in Regensburg. Aber 25 Kilometer vor Regensburg, über dem winzigen Ort Oberlindhardt, drehten die Bomber nach Westen ab. Hier scherte das 49. Geschwader aus zum Angriff auf Oberschleißheim. Das 47. Geschwader, also unser Geschwader, weiter über Geisenfeld nach Schrobenhausen. Schrobenhausen war der Zielablaufpunkt für den Anflug auf das 50 Kilometer entfernte Neuaubing. Ab diesem Punkt legte sich der Bombenschütze vor sein Zielgerät und gab die für den Bombenabwurf wichtigsten Werte wie Geschwindigkeit, Wind, Bombentyp, Höhe und dergleichen ein. Durch eine Aufschaltung auf das Pilotensteuer steuerte er die Maschine direkt zum Ziel. Dazu hatte er auch den automatischen Piloten eingeschaltet, der das Flugzeug in stabiler Lage hielt. Das war sehr wichtig dann beim Absturz. Um dem Bombenschützen Platz zu machen, setzte sich der Navigator hinter den Co-Piloten auf den leeren Funkersitz. Der Funker stand ja am seitlichen Abwehr-MG. Mit Schrobenhausen hatte das Geschwader größte Probleme.
Laut dem Einsatzbericht hatte das Radargerät in den Führungsmaschinen einen mechanischen Fehler und die Bomber flogen um 4 Meilen zu weit nach Westen. Das scharfe Einkurven auf den neuen Kurs sorgte für Chaos unter den schwerfälligen Maschinen. Die Geschwaderformation löste sich auf und es bildeten sich 3 separate Angriffsverbände. Ein Verband flog das Ziel, die Dornierwerke, an. Wie geplant. Von ca. 150 Bomben trafen nur 14 Bomben das Werksgelände. Der Rest fiel auf Wohnhäuser und tötete 29 Personen. Das ist nach dem Bericht des Luftschutzkommandos. Ein Verband griff irrtümlich Passing an und warf ca. 200 Bomben ab. Laut Pfarreibericht kamen dabei ca. 100 Personen ums Leben. Ein weiterer Verband flog anscheinend orientierungslos gegen Unterpfaffenhof und lud am Ortsrand ca. 100 Bomben im freien Gelände ab. Es gab hier zum Glück keine Menschenverluste, sondern nur Gebäudeschäden. Hier sehen wir eine B-24 beim Bombenabwurf. Das ist eine ganz interessante Aufnahme. Es ist genau unser Geschwader oder unsere Gruppe, die 450. Bombergruppe, über dem Ziel Neuaubing in 7000 Meter Höhe. Unten sehen Sie Gräfelfing, oben sehen Sie Freiham. Unsere Maschine, die in Gilching abgestürzt ist, war jetzt nach Schrobenhausen als Zielablaufpunkt im direkten Anflug auf das Ziel Dornierwerke in Neuaubing. Beim Zielablaufpunkt musste die Maschine gerade gehalten werden, sie konnte keine Abwehrbewegungen machen. Hier geriet sie in den Bereich der schweren Flak und erhielt über Dachau, hier erhielt sie einen Treffer im Bereich des Cockpits. Die Maschine brannte aus einem Motor und aus dem Bombenschacht. Zum Glück hielt der automatische Pilot die Maschine waagrecht. Sie kam nicht ins Trudeln, sonst wäre keiner rausgekommen. Die Flieger mussten jetzt ihre Fallschirme anlegen. Sie mussten erst die Fallschirme in Rauch und Flammen suchen. Das Schwierigste war sicher der Kugelturmschütze. Der musste erst hochgekurbelt werden. Dann musste die Klappe geöffnet werden, dass er aus der Kugel aussteigen konnte. Aber alle Flieger schafften es, aus der Maschine auszusteigen. Es waren nur noch die 4 Toten im Flugzeug. Als erstes sprang der Radarspezialist an. Er wurde in Olching versehentlich am Boden erschossen, weil ein Gendarmeriewachmeister glaubte, er hätte eine Waffe. Es war aber nur angeblich sein Fallschirmgriff. Dann der Bugschütze war am Rücken verwundet. Er konnte sich nicht bewegen, aber der Bombenschütze stieß ihn aus dem Schacht des engen Bugradisch und er konnte gerettet werden. 3 Flieger, die landeten bei Gröbenzell. Der Heckschütze kam in der Nähe der Absturzstelle bei Gilching herunter. Die brennende Maschine verlor schnell an Höhe und schlug um 11.57 Uhr am Ölberg in Gilching auf. Die Motoren flogen angeblich bis hinter die Gärtnerei Wurm. Die sterblichen Überreste der 4 verbrannten Flieger wurden von der Flughafenkompanie Fürstenfeldbruck in Papiersäcken zum alten Kriegsgefangenenfriedhof hinter dem Marienmünster in Fürstenfeld gebracht. Und gemeinsam mit dem erschossenen Radarspezialisten, dem John Posson, am 21.07. um 9 Uhr beerdigt. Nach dem Krieg wurden sie exhuminiert und nach dem US-Soldatenfriedhof St. Avold in Lothringen überführt. Die anderen Flieger, die in Gefangenschaft gerieten, die haben alle zum Glück den Krieg überlebt. Die waren in verschiedenen Kriegsgefangenenlager. Jetzt sieht man da die Verwüstungen in Pasing. Hier sieht man das Trefferbild Neuaubing und da ist Pasing. 2 Tage später, am 21.07. ist dann das Dornierwerk in Neuaubing zum zweiten Mal und zum letzten Mal angegriffen worden. Und zwar von England aus, von der 8. Air Force.
Hier sehen wir wieder den Blindgänger, das sieht man jetzt schlecht, da ist Gräfelfing. Der Blindgänger wurde im Mai 1991 geräumt. Auf diesem Bild sieht man exemplarisch den Absturz einer B-24. Man sieht eine lange Rauchwolke, zieht er hinter sich her. Es ist nicht unsere Maschine, aber so ähnlich wird es ausgesehen haben. Das ist jetzt die Situation im Manual, wie man aussteigt aus dieser Maschine. Der steigt hier im Pumpenschacht aus. Der steigt über den vorderen Radkasten aus. Man sieht, wie eng das ist. Der steigt über die hintere Klappe aus. Und das Wichtigste ist, Füße zusammen und immer nach vorne aussteigen. Hier ist eine Animation. In diesem Winkel könnte die Maschine am Ölberg heruntergekommen sein. So sah es dann am Boden aus. Es ist nicht unsere Maschine, da hat keiner fotografiert. Es ist ein Foto von einem Flakhelfer, der in Gilching ausgebildet wurde. Die Maschine stürzte in München ab, in der Schönstraße. Sieben Personen waren in dieser Maschine tot, die sind nicht mehr herausgekommen. Und da gibt es auch einen Bericht, die hatten Bedenken zum Aussteigen und sind dann in der Maschine verbrannt, weil sie sich nicht zum Absprung entscheiden konnten. Bei unserer Maschine sind alle sieben Leute herausgekommen. Da sieht man nochmal die verbrannte Maschine. Und natürlich, die anderen Maschinen sind weitergeflogen. Die sind heimgekommen und sind gelandet. Zur Begrüßung hat es dann immer von den Sanitätern hat es dann immer einen Whisky gegeben. Da hatten sie ganz großes Wert darauf gelegt, dass sie einen Whisky aus Tennessee oder aus ihrer Heimat hatten. Die haben ja sonst auch nichts gehabt. Es war Nachtleben oder sowas, war in Manchuria nicht. Die waren da in diesen Hütten und Zelten. Schön war das auch nicht. Hier sehen Sie, was häufig passiert ist, dass die, gerade das ist ja unsere Gruppe, unser Geschwader, dass die nach Treffern in die Schweiz geflogen sind und sind da gelandet. Die Schweizer, die haben hier, Schweizer Armee 109, haben sie begleitet. Und wenn da einer nicht gleich gelandet ist, haben die tatsächlich die Flugzeuge beschossen. Hier ist ein Luftbild von der möglichen Absturzstelle. Es braucht aber niemand mehr hier nach irgendwelchen Relikten zu suchen. Das Feld ist schon dermaßen abgekämmt, es ist nichts mehr da. Das möchte ich jetzt nur hier erwähnen, weil der Bauer ist schon stocksauer. Hier ein Luftbild von 1944, da sieht man die Flak. Hier ist die Wesslinger Straße und hier ist die Brauerei in der Gegend. Hier sehen Sie die verschiedenen Stellungen, da ist das Flakgeschütz drin. Und zwar die Gilchinger Doppelbatterie mit 8 10,5 cm Kanonen. Die Doppelbatterie Talhof mit 10 8,8 cm Kanonen. Die Doppelbatterie Wessling mit 8,8 cm Kanonen. Die Doppelbatterie Unterbrunn mit 12 8,8 cm Kanonen. Insgesamt 38 Rohre. Im Juli 1944 hatten wir 8 Geschütze. Da sieht man eigentlich bloß 4. Das ist ein Foto von der Gilchinger Flak. In Neuaubing hat einer unter diesem Bombenangriff am 19. Juli, der hat er fotografiert. Die Aubinger, die hatten russische Flakgeschütze. Hier sieht man die Scheinwerferstellung am Friedhof. Hier ist der Friedhof. Hier sind da ist dann der Generator, der Scheinwerfer. Hier laufen Leitungen. Das war ein großer Aufwand, so eine Scheinwerferstellung. Das sind Gilchinger Flaksoldaten. Das ist Hauptwachtmeister Lohmann. Und hinten, da sehen Sie die Brauerei. Das ist der Hannes Hoffmann. Da sieht man, was die jungen Burschen, die mit 16, 17 Jahren eingezogen. Die Kleidung schlottert an ihm, nichts Gescheites zum Essen, aber quer. Das ist ein Wehrmachtsfahrschein, der ist von Gilching aus. Hier steht Gilching, von dieser Flakeinheit.
Hier sieht man nochmal die schweren 10,5 cm Kanonen und was Sie hier sehen, die sind Abschussstriche. Für jeden Abschuss hat man einen Strich bekommen, die Batterie. Die Abschüsse waren sehr detailliert, die hat man nachweisen müssen, das haben wir über Jahre gegangen. Hier sehen Sie die Flakhelfer, solche Burscherl, das ist der Ernst Mühlbauer, den danke ich sehr, dass er uns so viele Fotos zur Verfügung gestellt hat. Diese schweren 10,5-Granaten, die sind ja fast so groß wie er selber. Das sind Kinder bei der Flak, die sind eingezogen. Die lachen aber alle noch. Jetzt sieht man, da sind schon wesentlich mehr Abschussstriche, 18 Abschussstriche auf diesem Flakgeschütz. Das sind die Munitionsfahrer, das kennt man da am Abzeichen. In der Stellung, hinten ist Gilching, da sind die Burscherl beim Kartenspielen, was haben sie gehabt? Ein Raucher haben sie nicht dürfen. Also das war kindisch, die sterben schon, aber nicht rauchen. Da sind sie untergebracht in diesen Baracken, die waren ja überhaupt nicht Wärme oder Kälte geschützt. Da sieht man nochmal, da machen sie ein bisschen Musik, es war ja Limbader die Langeweile bei diesen Soldaten. Hier sieht man ganz wichtig, die Granaten waren sehr schwer beim 10,5-Geschütz. Die haben also erst in so einen Becher reingehoben und da ist das mit Motor ist das rübergehoben worden und in den Verschluss gesteckt worden. Da war auch ein Radar, ein Funkmessgerät natürlich da. Diese Funkmessgeräte wurden ständig mit Staniolstreifen wurden die gestört. Die haben die Amis abgeworfen und die Engländer. Dadurch sind riesige Flugzeugbewegungen vorgetäuscht worden durch Staniolstreifen. Und das ist wahrscheinlich die Stellung im Talhof. Da war auch eine Flakstellung mit 10 Geschützen, aber wäre schön, wenn da mal jemand ein Foto hätte davon. Das ist jetzt ganz was Eigenes, das ist eine Scheinanlage. Und zwar hat man da Scheinsignalraketen geschossen, um den Engländern, also es war besonders in der Nacht, diese sogenannten Christbäume vorzutäuschen. Mit Christbäumen, das waren also so Leuchtkörper, hat man ja das Ziel abgesteckt. Und die haben da zwischen Puchheim, Germering und Gilching, haben die da Ziel abstecken sollen, dass also die Bomber da bei uns die Bomben abwerfen. Das hat zum Glück aber nicht funktioniert, weil die Engländer haben ihnen doch die Farbe gewechselt und dann haben die da keine Chance gehabt. Also eine ganz verbotene Aufnahme, das hat ja keiner wissen dürfen und keiner fotografieren dürfen. Das ist auch interessant, ein Scheinflughafen in Frieding. Da waren Schienen und da sieht man Me 109, also aus Stoff und Pappe starten und hinten raucht es raus. Da ist eine echte Scheinwerferstellung, da sind He 111, also Henkelbomber aus Pappe und Stoff. Und dann, das ist wichtig, da sind Hallen nachgebildet. Die sollen die Dornierhallen darstellen. Die sind auch leicht angeleuchtet worden in der Nacht. Dann hofft man, dass die Engländer die Bomben da auf diesen Scheinflughafen werfen. Die haben sie aber wahrscheinlich totgelacht, wenn sie das gesehen haben, weil die haben ganz gute Auswärter gehabt. Jetzt kommt das Kriegsende in unserer Heimat. In Etterschlag ist ein Jagdtiger, ist die Kette gerissen und ist liegen geblieben. Der Jagdtiger war mit 68 Tonnen der schwerste Panzer des Zweiten Weltkriegs und hat eine 12,8 cm Kanone gehabt. Es hat nur 60 Stück davon gegeben. Und drei davon sind durch Etterschlag, zwei sind in Richtung auf die sogenannte Alpenfestung gefahren. Hier sieht man bei Kriegsende den Flughafen Oberpfaffenhofen. Und hier ist der schnellste Propellerjäger der Welt, die Do 335. Ist nicht mehr zum Einsatz gekommen, die war natürlich auch nur mit ganz hervorragenden Fliegern zu fliegen, das Riesending. Hier, da hinten sieht man St. Gilgen. Noch mit der Flughafen Oberpfaffenhofen, da ist der Röchner, da ist St. Gilgen. Man sieht, wie das alles bepflastert war mit Bomben. Das ist ein ganz trauriges Kapitel, das waren die Todesmärsche Richtung, sogenannte Alpenfestung. Da sieht man die Wachmannschaften, die als einwandfrei von der SS, da sieht man den Adler am Ärmel und die Leute, die haben
ganz schlechtes Schuhwerk und da sind viele umgekommen. Hier, das ist also lang nach dem Krieg, hat man die Flugzeuge gesammelt, es sind ja aus dem Krieg unheimlich viele Flugzeuge übrig geblieben, das sind 600 Maschinen da drauf, aber lauter B-17. Interessanterweise hat man die B-24, die überhaupt nicht restauriert oder irgendwie auch zu Transportflugzeugen umgebaut, die haben es gleich nach dem Krieg alle verschrottet. Anscheinend waren sie mit der Qualität nicht sehr zufrieden.